So, heute ist der 30.09.2020 und der 30. September ist, wie Google mir das eben gesagt hat, Tag des Wackeldackels. Wenn das mal nicht ein guter Zeitpunkt ist, einen Rassecheck zu machen. Heute geht's um den Tackel, den Dachshund, den Dackel. Los geht's! Du bist kein Dackel. Du bist kein Dackels. Und du bist auch kein Dackels. Der Dackel ist tatsächlich eine sehr alte Hunderasse. Schon seit 1880 gibt es den deutschen Dackelclub bzw. den deutschen Tackelclub, in dem der Dackel hauptsächlich jagdlich gezüchtet wurde. Mittlerweile trifft man den Dackel aber als Begleithund deutlich häufiger als Gebrauchshund. Wenn man in die Geschichte guckt, gibt es viele namhafte Persönlichkeiten, bei denen der Dackel eine Rolle spielt. Während Napoleon sich mit seinen Dackeln liebend gerne hat abbilden lassen, also zeichnen oder malen lassen, hat Kaiser Wilhelm seinem Dackel bei Ableben tatsächlich ein ganzes Grab und einen Gedenkstein dahingestellt. Der Dackel war früher ein sehr beliebter Jagdhund und hauptsächlich dem Adel vorbehalten. Das hat sich später dann geändert. Aufgrund seiner Vorzüge, seiner Charaktereigenschaften, dem leichten Hang zum, ja, nennen wir es mal Größenwahn, wurde der Dackel tatsächlich immer häufiger als Jagdgebrauchshund eingesetzt. Mittlerweile findet man ihn selten noch als Gebrauchshund und viel häufiger als Begleithund. Seine Blütezeit hatte der Dackel in den 60er, 70er Jahren in Deutschland. 1972 war der Dackel Waldi tatsächlich sogar das Maskottchen der Olympischen Spiele. Seitdem gehen die Zahlen, gerade in Deutschland jedoch, stark zurück. Das liegt unter anderem daran, dass Dackel nicht ganz so einfach sind, worauf wir hier im Laufe des Videos zu sprechen kommen, und dass es mittlerweile einfach viel mehr Alternativen gibt. Vom Havaneser, Malteser, Zwergpudel, Zwergschieber, es gibt ja so viele kleine Hunde mittlerweile. Im Moment, wenn man den offiziellen Zahlen glauben kann, ist Japan das Land mit den meisten Dackelwelpen, die jährlich registriert werden. Die ursprüngliche Verwendung des Dackels war tatsächlich, ja, wie sage ich das jetzt möglichst politisch korrekt? Er hat Wohnungen freigeräumt. Das heißt, Fuchs- oder Dachsbau, der Dackel ist da rein und hat dafür gesorgt, dass die leer werden. Dackel sind wirklich robuste Kerle. Dackel haben richtig Schmalz hinter den Locken und sind gar nicht so einfach im Alltag. Es gibt viele Mythen und viele Aussagen rund um den Dackel, von ist nicht erziehbar bis hin zu sind ganz tolle Hunde. Und wir wollen im heutigen Rassecheck uns mal darüber unterhalten, was da dran ist, wie ich das sehe, und werden den Dackel in unserer Matrix nach unseren Bewertungspunkten mal ein bisschen einordnen. Den Dackel gibt es in drei Varianten: langes Fell, kurzes Fell, Rauhaar. Fachsprachlich heißt das Rauhaardackel, Zwergdackel, Kaninchendackel, beziehungsweise Rauhaarteckel, Zwergdackel, Kaninchenteckel, denn das wäre die jagdliche Nomenklatur, denn das wäre die jagdliche Bezeichnung. Der Rauhaardackel ist der größte, der Zwergdackel ist der mittelgroße, der Kaninchendackel ist der kleinste Vertreter seiner Art. Hier geht es allerdings nicht um die Körperhöhe, sondern um den Brustumfang. Die genauen Maße und Werte könnt ihr im Internet nachschauen. Wichtig ist nur, es gibt drei verschiedene: klein, mittel, groß. Und als groß ist hiermit der Rauhaardackel gemeint. Ein paar Punkte, die jetzt im Laufe des Videos immer wieder drankommen werden, habe ich eben schon erwähnt. Einer davon ist der Hang zum Größenwahn. In der Rassebeschreibung steht drin, die Dackel sind stur, dickköpfig, hartnäckig. Ach, da stehen ganz viele Dinge drin, die das Ganze positiv klingen lassen sollen. Der Dackel ist echt einfach nur ultra selbstbewusst. Also da, wo ich gesagt habe, dass sich der Jack Russell Terrier ab und zu neigt zu überschätzen, der Dackel toppt das Ganze nochmal. Dackel sind tatsächlich also nicht so einfach zu erziehen. Es gibt so ein paar Punkte, die das Ganze erschweren. Neben der Tatsache, dass sie stur sind und dickköpfig sind, sind sie tatsächlich gezüchtet worden ursprünglich, um sehr eigenständig zu arbeiten. Das macht das Ganze auch noch etwas schwieriger. Und viele Dackel haben leider Gottes wenig bis gar kein Will to Please. Die kommen nicht auf die Welt und sagen, boah, ich hätte so Bock, dir jetzt ein Apportel zu bringen. Nein, die schnappen sich das Apportel, rennen damit weg, machen es kaputt und fressen den Inhalt. Der Dackel ist ein eigenständiger Hund. Der Dackel hat einen Dickschädel. Ab und an gibt es natürlich auch mal Dackel, die einen Will to Please mit sich bringen, aber das ist eher die Ausnahme.
Gerade der Rauhaardackel ist ein bisschen kerniger insgesamt, während der Zwergdackel und Kaninchendackel ein bisschen netter ist. Aber auch die haben es richtig hinter den Ohren. Die Schwierigkeit in der Erziehung ist, einen alltagstauglichen Mittelweg zu finden. Der Dackel braucht eine wirklich klare, konsequente Führung. So ein bisschen Lulli und Klickern ist nichts für den, dann tanzt er dir auf der Nase rum. Die bringen aber als Jagdhund tatsächlich schon eine gewisse Grundlage mit der man tatsächlich arbeiten kann. Man muss nur wissen, wie. Wichtig ist, mit dem Dackel relativ früh anzufangen, dass der lernt, dass Arbeit Spaß machen kann. Denn wenn er da tatsächlich mitkriegt, dass das eine schöne Geschichte sein kann, wenn er wirklich merkt, okay, Arbeit und Beschäftigen mit dem Menschen ist eine coole Sache. Und wenn er das früh merkt, dann habe ich deutlich bessere Karten, was die Erziehung angeht. Trotzdem kommt man bei allen Dackeln, egal ob Rauhaar, Zwerg oder Kaninchendackel, egal ob Langhaar, Kurzhaar, egal ob Mädchen oder Junge, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ja, jetzt verarscht sie mich gerade. Und genau das ist der Punkt, wo man tatsächlich sauber, klar, strukturiert und mitunter auch mit einer gesunden Portion Strenge weiterarbeiten muss. Weil es also nicht so einfach ist, aber trotzdem tatsächlich noch gar nicht so schlecht aussieht als ehemaliger Jagdgebrauchshund, müssen wir jetzt gucken, wie wir den Dackel einordnen. Es gibt Hunde, bei denen ist es schwieriger. Es gibt Hunde, bei denen ist es leichter. Trotzdem würde ich sagen, wenn man ein bisschen die grundlegenden Handwerksfähigkeiten benutzt, die für die Hundeerziehung relevant sind, und wenn man früh anfängt, ist der Dackel tatsächlich hier auf einem souveränen Mittelplatz. Das heißt, wir geben ihm 3 von 5 Punkten im Bereich Erziehung. Bezogen auf den Alltag müssen wir also feststellen, wir sehen immer weniger Dackel. Aber der Dackel ist ein alltagstauglicher Hund. Nicht nur, dass er klein ist, dass man überall mit hinnehmen kann, dass er in der Regel relativ robust ist und tatsächlich auch weiß, wie er mit sich umgehen soll. Wer springt da an mir hoch? Dazu kommt noch, dass der Dackel tatsächlich in der Bevölkerung, obwohl seine Blütezeit längst vorbei ist, immer noch ein sehr, sehr positives Ansehen hat. Es rennt keiner weg, wenn ich dem Dackel entgegenkomme. Obwohl man weiß, die haben es in sich, die sind kernig, die sind mitunter giftig. Aber alltagstauglich ist der Dackel alle Male. Trotzdem müssen wir sagen, ja, die sind manchmal ein bisschen schwierig, die sind eigensinnig, die sind stur. Das kann sich auch im Alltag ein bisschen widerspiegeln. Es gibt kleinere Hunde oder Hunde in der Größenkategorie, die einfach ein bisschen einfacher im Alltag sind, die noch ein bisschen besser dastehen. Und das müssen wir hier tatsächlich bedenken. Deshalb kriegt der Dackel im Alltag solide 4 von 5 Punkten und muss tatsächlich der ein oder andere kleinen Hunderasse die Nase vorne lassen. Bezogen auf die Motivation habe ich auch in der Einleitung schon so ein bisschen was gesagt. Der Dackel hat in der Regel nicht den größten Will to Please. Auch wenn es eine Jagdhunderasse ist, die sind super eigenständig. Wir hatten ähnliche Punkte schon beim Jack Russell Terrier. Jetzt kommt beim Dackel aber noch die Kernigkeit dazu. Die Tatsache, dass die eher diese Ach, leck mich am Arsch Attitüde an den Tag legen und auch mal keinen Bock haben, dass die wirklich sehr eigenständig sein können und wenn die frackig sind, tatsächlich auch mal durchaus das Ganze ausdiskutieren wollen. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig insgesamt und das schlägt sich auch in der Motivation wieder. Wenn der Dackel keine Lust hat, dann hat der Dackel keine Lust, dann muss ich mit dem ein bisschen souveräner, selbstbewusster, ein bisschen strenger umgehen, ein bisschen strenger mit ihm sprechen und tatsächlich schauen, dass ich meine Erziehung einfordere. Und genau da merkt man die durchaus mangelnde Motivation. Es gibt Hunde, bei denen ist das deutlich schlechter. Es gibt aber Hunde, bei denen ist das auch besser. Insgesamt muss man aber leider Gottes sagen, der Dackel ist eher unterdurchschnittlich motiviert für den Menschen was zu tun. Das ist genau dieser fehlende Will to Please, von dem wir die ganze Zeit reden. Der Dackel sagt, Arsch lecken, ich geh buddeln. Da musst du also anfangen, dich durchzusetzen. Da musst du anfangen zu arbeiten und es ist nicht einfach. Und das liegt eben auch daran, dass er etwas weniger Motivation an den Tag legt, als es ähnlich große Hunderassen tun. Ich muss sagen, ich hatte eine Kollegin in der Ausbildung, die hatte Dackel, die waren voll geil, die hatten richtig Bock und die waren verspielt und die waren motiviert und die haben gerne für Leckerchen gearbeitet, aber die meisten Dackel, die ich in der Hundeschule habe, die sind im Welpenkurs noch ganz nett und haben auch im Welpenkurs Lust und bei den Mädels hält sich das ein bisschen länger, aber bei den Rüden, wenn die so ein halbes Jahr alt sind, dann haben die durchaus auch keinen Bock mehr. Gerade dann nicht, wenn man nicht sauber mit denen arbeitet und wenn man nicht wirklich denen beibringt, dass man das tatsächlich auch erwartet, was man denen sagt. Und da muss man dranbleiben, da muss man stur bleiben, da muss man ackern, arbeiten und da muss man auch tatsächlich denen die Motivation abverlangen. Dann hat man tatsächlich einen sehr soliden Hund und dann kann man mit denen wirklich gut arbeiten. Alles in allem, trotzdem muss man sagen, es gibt viele Hunde, die haben mehr Bock.
Der Jack Russell Terrier bringt ein bisschen mehr Lust mit den Menschen zu arbeiten, als es der Dackel tut. Und das müssen wir hier bedenken. Und deshalb können wir dem Dackel hier leider nur 2 von 5 Punkten geben im Bereich Motivation. Diesel, was machst du da? Kommen wir jetzt zum Bereich Auslastung. Wenn man es auch seinem Körperbau nicht zwangsläufig ansieht, der Dackel ist ein Hund, der tatsächlich Bewegung fordert und braucht. Dackel, die nix tun, neigen dazu, Scheiße zu bauen. Die fangen an zu kläffen, sich in die Hinterbeine zu beißen, Scheiße zu bauen, Sachen kaputt zu machen und vor allem zu buddeln, denn das macht der Dackel richtig gerne. Wer also ein Rosenbeet hat und einen schönen großen Garten und nicht viel mit seinem Hund rausgeht, wird früher oder später entweder den Dackel oder die Rosen leiden sehen. Wahrscheinlich sogar beide, denn der Dackel kriegt Langeweile und wird dann im Rosenbeet sich austoben. Natürlich reden wir jetzt hier von der Größe angepasster Bewegung, aber was der Dackel gut kann und was er gerne macht, sind lange ausgedehnte Spaziergänge, wo er schnüffeln kann, sich beschäftigen kann, wo er tatsächlich Spuren verarbeiten kann, wo er buddeln kann, wo er einfach Dackel sein kann. Und das braucht er auch. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mit meinem Dackel zu wenig rausgehe, fangen die an, echt Scheiße zu bauen. Und das ist egal, ob es der Rauherdackel, der Kaninchendackel oder der Zwergdackel ist. Die Raucherdackel sind so ein bisschen anspruchsvoller meiner Erfahrung nach, aber auch die anderen haben es faustdick hinter den Ohren. Nichts mit dem Dackel machen geht nicht. Man muss jetzt natürlich mit denen auch nicht ewig lange Fahrradtouren machen und so, das können sie körperlich eh nicht, aber mit denen ein bisschen was machen, ein bisschen was für den Kopf, ein bisschen tricksen, Apportierarbeit machen die wirklich gerne, die sind gerne draußen, die werden gerne dreckig, die wollen raus, die wollen sich bewegen und das brauchen sie. Deshalb ist der Dackel tatsächlich sogar etwas anspruchsvoller, als die meisten Menschen es glauben. Buddeln, Bewegung, Fährtenarbeit, Apportel, all solche Sachen macht der Dackel mit. Und er braucht es auch, er fordert es auch. Und weil der Dackel ein bisschen mehr braucht als viele andere kleine Hunderassen, die so in dem Bichon-Bereich wie die Havaneser oder Malteser liegen, und weil es dann häufiger auch zu, ja, größeren Verhaltensproblematiken kommen kann, wenn man eben nicht genug mit denen tut, müssen wir das Ganze auch hier im Bereich Auslastung ein bisschen widerspiegeln und dem Dackel 2 von 5 Punkten geben. Ihr müsst also ein bisschen mehr machen als mit anderen kleinen Hunden. Aber der Dackel ist verspielt und hat Power und das kann man hier tatsächlich auch machen. Es gibt ganz viele Dackel, mit denen man nicht groß viel, ja, Hokuspokus und Tricks machen muss, aber mit einem ordentlichen Zerrseil oder mit einem Beißkissen, da rastet der Dackel richtig aus und das freut ihn und da hat er auch Bock drauf. Trotzdem, die langen Spaziergänge müssen sein. 2 von 5 im Bereich Auslastung. Was ist da jetzt los? Kommen wir jetzt zum Punkt Pflege. Das wird eine relativ schnelle Geschichte. Ja, der Dackel ist ein robuster Hund. Krankheiten, hat er zwar ein paar, aber er ist nicht sonderlich anfällig im Alltag. Trotzdem haben wir 2, 3 kleine Probleme. Man muss den Dackel relativ normal bürsten, die Langhaar-Variante ein bisschen häufiger als die anderen, aber das ist ja nichts, das ist ja nur so ein bisschen Hund, das geht ja schnell. Dann mache ich 2-mal mit der Hand so auf beiden Seiten, dann habe ich den ganzen Dackel abgefertigt. Man muss ein bisschen nach den Schlappohren schauen, da kann sich mal schnell Dreck drin fangen und die können sich schneller entzünden, aber das ist auch etwas, das ich bei allen Schlappohrrassen habe. Es gibt aber einen Punkt, der beim Dackel tatsächlich ein bisschen mehr ins Gewicht fällt als bei anderen. Und das ist die Tatsache, dass der nur so nah über dem Boden geht. Da, wo alle anderen mit den Pfoten nur in den Dreck kommen, wo alle anderen nur mit den Pfoten ins Gras laufen, ist der Dackel mit dem ganzen Körper dabei. Der wird also schneller mal ein bisschen dreckig von unten und der fängt sich schneller Viecher ein. Ja, ich kann mit einem guten Zecken- und Parasitenprophylaxemittel, was auch immer, dagegen vorgehen, aber ich muss dann vielleicht doch ein bisschen häufiger mal hinschauen. Ist halt einfach so, wer so nah über dem Boden ist, wird schneller dreckig, hat schneller Viecher. Das macht das Ganze so ein bisschen schwieriger als im Durchschnitt. Aber der Dackel ist ein so großer Hund, das geht halt super schnell. Wenn ich bei einem mittelgroßen Hund wie dem Santi vielleicht 10 Minuten brauche, brauche ich beim Dackel 1 Minute, weil einfach die Fläche eine viel kleinere ist. Santi, komm hier. Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, langes Fell und so, das ist ein bisschen anstrengender. Deshalb hat der Border Collie hier auch mal 2 Punkte gekriegt. Beim Dackel sind es ein paar Punkte, bei denen man ein bisschen hinschauen muss. Aber insgesamt geht's halt einfach ultra fix. Nach dem Spaziergang mal drüber gerubbelt mit dem Handtuch, dann ist der trocken und fertig. Und viel mehr braucht's gar nicht. Deshalb kriegt der Dackel hier 4 von 5 Punkten im Bereich Pflege. Weiter geht's. Ich habe es gerade ein ganz klein wenig schon angeschnitten. Jetzt soll es um den Bereich Gesundheit gehen und da müssen wir uns ein bisschen mehr drüber unterhalten. Denn es gibt ein paar Krankheiten, unter denen der Dackel leidet. Leider Gottes.
Die meisten werden schon mal von der Dackellähmung gehört haben. Das ist tatsächlich ein Bandscheibenvorfall, der aufgrund der kleinen Beine und des langen Rückens zu größeren Problemen beim Dackel führen kann. Man sollte mit Dackeln vermeiden, unnötig viele Treppen zu laufen. Egal ob klein, groß, dick oder dünn, der Dackel ist da einfach nicht sonderlich gut gebaut. Das Verhältnis von Rücken zu Beinen ist ein großes Problem. Das hatten wir aber auch beim Jack Russell Terrier schon mal. Der Dackel treibt das aber leider auf die Spitze. Die Beine sind einfach noch ein bisschen kleiner. Was bei der Dackellähme passiert, ist, dass ganz häufig die hinteren Extremitäten, also die hinteren Beine, verknöchern und er sie nicht mehr benutzen kann. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel so viele Dackel in Buggys sieht. Das ist ganz häufig eine Auswirkung der Dackellähme. In Amerika ist noch eine Tiger-Dackel, also eine gescheckte Dackel-Variante erlaubt, die in Deutschland glücklicherweise ausgeschlossen ist aus der Zucht, denn diese Piebald-Dackel neigen dazu, noch viel mehr Krankheiten mit rumzuschleppen und tatsächlich viel anfälliger zu sein. Ich kann euch also nur raten, Finger weg vom Tiger-Dackel oder vom gescheckten Dackel. Die sind häufig noch kranker, als es der Dackel jetzt eh schon ist. Es gibt ein paar Krankheiten, die beim Dackel tatsächlich vererbt werden können und häufiger auftreten. Das ist neben der Epilepsie und Haut- und Ohrenerkrankungen auch die Patellaluxation, also Probleme mit der Kniescheibe. Das betrifft ja leider Gottes viele kleine Hunderassen. Jetzt kommt beim Dackel aber leider noch etwas dazu, das relativ selten bei anderen Hunderassen anzutreffen ist. Und das ist das Cushing-Syndrom. Beim Cushing-Syndrom haben die Hunde vermehrt Durst, vermehrt Hunger und leiden dazu, schnell fettleibig zu werden und einen Hängebauch zu entwickeln. Das kann man alles mittlerweile testen, aber leider sieht man nicht ohne Grund sehr viele zu dicke Dackel, wenn man den Dackel sieht. Insgesamt muss man also feststellen, dass es ein paar Krankheiten gibt, die den Dackel betreffen, die durchaus etwas schwieriger oder etwas weitreichender sind. Neben den Kleinigkeiten wie Haut, Augen, Ohren und Kniescheibe kommt halt leider Gottes mit der Dackellähme etwas dazu, das nicht aufzuhalten ist. Wenn es euren Hund betrifft, dann ist das leider so. Dann kann man da nicht mehr viel gegen machen. Das Schöne ist, wenn ich dem Dackel den Buggy an den Arsch hänge, weil er hinten nicht mehr laufen kann, ändert das an seinem Mut und an seiner Überzeugung, dass er der Größte auf der Welt ist, relativ wenig und die verlieren ganz, ganz selten Lebensfreude. Trotzdem, aufgrund der Krankheiten, die vorkommen können, kann der Dackel hier leider nicht ganz so gut abschneiden wie andere Vertreter von kleinen Hunderassen. Deshalb kriegt der Dackel 2 von 5 Punkten im Bereich Gesundheit. Kommen wir zu unseren beiden letzten Punkten, Jagdtrieb und Verhalten. Los geht's. Wie man sich schon denken kann, ist der Dackel als ehemaliger Jagdgebrauchshund im Bereich Jagdtrieb tatsächlich etwas vorgeschädigt. Es gibt Hunde, die haben einen deutlich stärkeren Jagdtrieb. Es gibt Hunde, die haben natürlich auch weniger Jagdtrieb. Und es gibt auch Jagdhunderassen, die das Ganze noch mehr zelebrieren, als es der Dackel tut. Beim Dackel kommt aber eine Sache dazu, die es schwierig macht. Und das ist eben dieser fehlende Will to Please, dieses Sture, dieses ja mitunter sehr Schwierige in der Erziehung. Dackel, die auf einer Spur sind, weil sie was schnüffeln, die sind mitunter noch schwerer ansprechbar, als sie es eh schon sind. Und das kann es sehr, sehr schwierig machen. Der Dackel hat einen Jagdtrieb. Das Schöne ist, dass er in den meisten Fällen mit Buddeln und ein bisschen Stöbern glücklich ist und keinem Reh hinterher rennt. Aber auch das habe ich schon erlebt. Rudi, der Dackel, der war auch mal 2 Stunden weg, weil er einem Reh hinterhergelaufen ist. Da sind wir wieder bei dem Punkt Größenwahn. Insgesamt ist es einfach, muss man sagen, etwas schwieriger als bei normalen Hunden. Und der Dackel bringt ein bisschen Jagdtrieb mit und darauf sollte man sich vorbereiten. Wenn man das Ganze aber ein bisschen steuert, wenn man ihn, Fährtenarbeit, Spurenarbeit, Apportel, Buddeln, wenn er buddeln kann, dann ist er auf jeden Fall schon mal 3-mal glücklicher als sonst. Wenn man ihm diese Dinge anbietet, dann ist es durchaus möglich, dass er seinen Jagdtrieb nicht so sehr auslebt und man das gar nicht so sonderlich merkt. Aber ihr solltet mit eurem Dackel ein gutes Rückruftraining machen, denn es wird Situationen geben, wo der sich auf die Achse macht. Wenn die in die Pubertät kommen, dann fängt das so langsam an und nach der Pubertät, dann sagt der Dackel auch, weißt du was, ich bin raus, jetzt bin ich erstmal weg. Es hat seinen Grund, dass Martin Rütter in seiner Show den Dackel auch so auf die Schippe genommen hat. Und ihr kennt all diese Sprüche und T-Shirts mit Sitzplatz, bleib. Und wenn man einem deutschen Schäferhund sagt, sitzt, dann sagt er, jawohl, Sir. Sagst du das dem Dackel, sagt der Arschlecken, ich geh buddeln. Diese Sprüche kennt ihr. Die Sprüche habt ihr bei Facebook oder irgendwo schon mal gesehen auf irgendeinem T-Shirt. Und da ist auch was Wahres dran. Es ist also mitunter etwas schwieriger, den Jagdtrieb beim Dackel im Zaum zu halten. Aber es gibt Hunderassen, wo das deutlich schwerer ist. Deshalb hier kriegt auch der Dackel wieder 2 von 5 Punkten. Im Punkto Verhalten unterscheiden wir wie immer in das Verhalten zu Artgenossen, Menschen und Kindern. Hier muss man jetzt den Dackel in 2 Kategorien aufteilen. In den allermeisten Fällen sind Dackel mit Menschen vollkommen in Ordnung und durchaus sehr kinderlieb. Aber mit Artgenossen
kann es durchaus schwieriger werden. Die Mädels habe ich als deutlich angenehmer insgesamt kennengelernt. Das gilt für alle Bereiche, die wir jetzt besprochen haben. Aber auch die haben tatsächlich diesen Dackelschmalz hinter den Ohren und sind so ein bisschen respektlos bis lebensmüde. Der Dackel scheut sich vor keiner Konfrontation und Auseinandersetzung, wenn er blöd angemacht wird. Da kommt wieder dieses Lebensmüde ins Spiel. Also wenn der Ridgeback euch entgegenkommt, euren Dackel blöd anfährt, da wird euer Dackel antworten, da kennt der nix. Und das kann tatsächlich etwas schwierig ab und zu sein. Das kann schon mal sein, dass die anderen Hunden gegenüber sehr respektlos auftreten, weil die einfach glauben, dass sie der König der Welt sind. Insgesamt sind die aber im Verhalten in Ordnung. Aber der eine oder andere meiner Mitarbeiter oder Kunden kann das bestätigen, den Dackel darfst du nicht unterschätzen. Wenn du zum Beispiel bei denen in die Wohnung kommst und den Dackel gefällt das nicht, da hängt er dir am Hosenbein. Da wird nicht erst gebellt, der beißt dir sofort in die Hacke. Das habe ich alles schon gehabt, das habe ich alles schon erlebt, das mussten auch Mitarbeiter von mir schon erleben, ist halt so. Insgesamt neigen die Rüden dazu, so zu prollen, respektlos zu sein, sich zu überschätzen und in jede Konfrontation mit einem Lächeln reinzulaufen und zu sagen, bin ich dabei. Die Mädels würden hier bei mir auf einem neutralen Rang landen und 3 Punkte bekommen. Rüden sind allerdings echt ein ganzes Stück schwieriger. Auch hier muss ich leider Gottes dem Dackel ein bisschen was abziehen. Deshalb kriegt er 2 von 5 Punkten im Bereich Verhalten. Wie ihr jetzt vielleicht festgestellt habt, hat der Dackel tatsächlich leicht unterdurchschnittlich abgeschnitten. Und das hat auch seinen Grund. Dackel sind keine Anfängerhunde. Die sind schwierig, die sind stur, die sind hartnäckig, Das sind halt Dackel. Insgesamt ist es so, dass Mädchen aber viel, viel angenehmer sind. Die sind eher zurückhaltend, eher nett und die brauchen einfach viel länger, sich für so blöde, affige Streitereien zu interessieren, als es die Rüden tun. Da, wo der Rüde jeder Konfrontation zustimmt und sagt, jawohl, das klären wir jetzt, indem wir uns ordentlich prügeln, so wie es Männer tun, sind Mädchen viel zurückhaltender. Die haben eine längere Zündschnur, die sind einfach neutraler, die sind einfach netter. Wenn es nur weibliche Dackel geben würde, hätten die einfach viel besser abgeschnitten. Insgesamt muss ich aber so einen Schnitt ziehen zwischen Mädels sind so irgendwo bei 3 Punkten ganz häufig, Rüden sind irgendwo so mal bei 1 Punkt ganz häufig und leider Gottes ist das jetzt dann der Mittelweg dazwischen. Ich weiß, dass viele mit den Punkten nicht einverstanden sein werden und feststellen werden, dass der Dackel von den kleinen Hunden jetzt relativ weit hinten steht. Das kommt aber tatsächlich echt nicht von ungefähr, denn der Dackel ist einfach nicht ganz so easy. Auch wenn das jetzt vielleicht ganz anders rüberkommt, ich finde den Dackel total geil. Ich mag einfach Hunde mit Charakter. Ich mag ja Huskies genauso. Und der Dackel ist so richtig, das sind so richtig kleine, kernige Dreckskerle manchmal. Und ich finde das cool. Ich mag das wirklich. Aber auch ich habe manchmal zum Beispiel, als Rudi der Dackel bei uns zu Besuch war, gedacht, boah, ist der anstrengend. Es ist einfach leider Gottes kein Hund für jeden. Man muss wissen, was man tut. Man muss bereit sein, ein striktes Regime zu fahren, eine klare Struktur zu haben und das Ganze auch immer wieder einzufordern, damit der Dackel einem nicht auf der Nase rumtanzt. Nichtsdestotrotz. Der Dackel hat zwar nicht ganz so gut abgeschnitten, aber ich wünschte mir viel mehr Dackel zu sehen wieder. Denn gerade in den Welpenkursen habe ich sehr gerne Dackel da. Die sind zwar kleiner, aber die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Und die sind ein gutes Gegengewicht gegen die ganzen Labbys, die einfach nur wie die Blöden überall draufrennen. So ein Dackel lässt das mit sich genau einmal machen und dann ist aber auch Fatzenballer angesagt. Und das zu Recht. Aufgrund einiger Abzüge im Bereich Gesundheit und Verhalten und Motivation ist er leider Gottes einfach ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Trotzdem, ich mag Dackel wirklich, wirklich gerne, auch wenn euch das vielleicht jetzt nicht so vorkommt und ich hätte gerne viel mehr Dackel wieder in der Gruppe. Ich hoffe, dass sie bald mal wieder einen Boom bekommen, denn wenn mehr Dackel wieder da sind, dann mag sich mein Bild vom Dackel tatsächlich vielleicht sogar ändern. Ich hoffe, der Rassecheck hat euch gefallen. Als nächstes ist der Zwergpudel dran und danach kommt der Chihuahua. Und dann gehen wir wieder auf große Hunde ein und dann kommen endlich Dalmatiner, Boxer und Dobermann, denn die werden schon sehr stark nachgefragt. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Tschüss. Du bist aber kein Dackel. Du bist kein Dackel. Du bist kein Dackel. Guck mal, du bist auch kein Dackel. Du bist kein Dackel. Ja, ich weiß das. Auch kein Dackel. Auch kein Dackel. Leider haben wir keinen Dackel. Wir haben leider keinen Dackel.